Servus Leute, ich begrüße euch heute wieder zu einem neuen Video auf meinem Kanal und zwar, wie ihr wahrscheinlich schon am Titel erkennen konntet, dreht sich es heute um ein etwas ernsteres Thema und zwar meine Akne-Geschichte und ja, darüber werde ich euch einfach so ein bisschen meine Gefühlslage erzählen, wie ich mich währenddessen gefühlt habe, wie das Ganze überhaupt gekommen ist, wie ich es behandelt habe, wie es dann am Ende ausgesehen hat, wie lange dieser ganze Prozess gedauert hat. Und ja, und so weiter, Freunde. Werdet ihr gleich im Video sehen. Auf jeden Fall, bevor es beginnt, wollte ich euch noch kurz eine Sache zeigen. Und zwar haben wir heute Sonntag, wo ich das Video hier aufnehme. Und es sind heute die Summer Limiteds von Yum Yum Way rausgekommen. Werde ich euch unten in der Videobeschreibung verlinken. Einfach meine Top 2 Geschmäcker, sag ich mal, die ich bis jetzt getrunken habe. Es schmecken einfach nur ohne Witz so geil und cremig und einfach nur wild. Auf jeden Fall strong. Die Vegan Leute, meine Daily Subs sind auch unten verlinkt. Und labern wir nicht lange rum, sondern beginnen wir gleich mit dem Thema. Also, wie ihr wahrscheinlich schon, wie ich schon gesagt habe, es geht um meine Akne-Story und zwar beginne ich jetzt einfach mal, bevor ich beginne nochmal, es tut mir leid, falls ich manchmal irgendwie dann Sätze beginnen werde oder so und dann abbrechen werde oder wenn ich es chronologisch ein bisschen verscheißt zu erzählen, aber es ist nicht so leicht, weil ich erzähle das jetzt alles aus meinen Gedanken, habe mir jetzt keine Notizen geschrieben oder keinen Ablauf, sondern ich wollte das einfach aus meinen puren Gedanken sozusagen erzählen. Und ich beginne jetzt einfach mal, wie das Ganze anfangs ausgesehen hat, beziehungsweise wann es begonnen hat. Und ich kann euch leider nicht mehr die ganz genauen Daten sagen, aber das war so circa gegen Jänner, Februar 2019. Sorry, ich zeige jetzt immer die Bilder rein ins Handy, damit wir dann später wissen sozusagen, wo wir die Bilder reincutten müssen. Also nicht wundern. Und ja, das war jetzt gerade die eine Gesichtshälfte, die ich euch gezeigt habe. Und das ist jetzt die andere. Okay, so war auf jeden Fall die Startauslage, sage ich jetzt mal blöd gesagt. Und ich muss sagen, anfangs war es bei mir so, dass ich gar nicht gecheckt habe, okay, ich habe jetzt Akne, das habe ich gar nicht gedacht, so weißt du, ich wusste das gar nicht so wirklich, dass das, also ich habe davor noch nie so viel davon gehört, ich wusste zwar, dass es das gibt, aber nie damit beschäftigt oder so. Ich habe einfach gedacht, ja, Pubertät, Pickel und so weiter, hat auch meine Mutter gemeint und ja, deswegen habe ich es einfach dann so beigelassen und mich noch nicht so stark darum gekümmert. Aber als es dann wirklich nicht weggegangen ist, nach ein paar Wochen, habe ich mir gedacht, jo, ich werde jetzt mal mir ein paar Hautpflegeprodukte kaufen. Habe dann begonnen, keine Ahnung, im Piper oder DM, Leute, ihr kennt das, diese Hautpflegeprodukte zu kaufen, die meiner Meinung nach, ohne Witz, ich will jetzt hier nichts verschwören, aber meiner Meinung nach haben die meistens keine Wirkung, keinen Erfolg, wenn man die benutzt. Aber meine Meinung, ihr könnt euch da selber eine Meinung draus machen, aber ja, es ist meine Meinung einfach. Auf jeden Fall habe ich dann trotzdem damit begonnen, habe mir so ein Waschgel gekauft, was ich jeden Morgen und jeden Abend mir einmal draufgegeben habe. Dann habe ich so ein Peeling draufgegeben und dann nochmal so ein, wie hat das geheißen? So ein Pornreiniger habe ich mir dann auch drauf geschmiert und das war dann sozusagen die letzte Schicht, die ist dann eingewirkt und habe die dann sozusagen den ganzen Tag draufgelassen und am Abend das Ganze nochmal. So, die zwei Bilder, wie ich euch gerade gezeigt habe, die waren jetzt am Anfang, wie ich gesagt habe. Dann ging es weiter und es wurde einfach immer schlimmer, es hat nichts geholfen. Ich habe langsam wirklich, sage ich jetzt mal, die Hoffnung aufgegeben, mein Selbstbewusstsein wurde immer schlechter und so weiter. Aber im Nachhinein habe ich sogar erfahren, dass das überhaupt nicht aufgefallen ist, so dass ich irgendwie schlechtes Selbstbewusstsein habe bzw. hatte. Oder irgendwie mich geschämt habe oder so, weil ich konnte es immer recht gut verstecken, muss ich ehrlich sagen. Habe ich wirklich von vielen Freunden eben gehört, hä, als ob du dich dafür geschämt hast oder so, man hat dir das null angemerkt, so solche Aussagen habe ich gehört. Aber ja, es war so, ich habe mich wirklich dafür geschämt, habe auch teilweise, wenn ich Pullovers anhatte, die Kapuze halt so genommen und sozusagen dann da so gehalten, dass man eben das nicht sieht, weil ich hatte es wirklich nur auf den Seiten und ja. So war das auf jeden Fall. Und kommen wir mal weiter, dann wurde es eben immer schlimmer, wie ich schon gesagt habe. Dann hat das Ganze so ausgesehen. Bilder werden eh eingeblendet, Freunde, damit ihr sie besser sehen könnt. Ich habe es probiert, einfach mit allen Mitteln dagegen zu kämpfen. Hat aber alles leider nicht funktioniert. Und kommen wir, es war ein perfekter Übergang gerade, kommen wir dann dazu, es hat nichts funktioniert.
Nächster Step war Hautarzt. Ich habe meiner Mutter gesagt, ja, ich würde gerne zum Hautarzt gehen und so weiter, weil es wird einfach nicht besser, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und ja, dann sind wir eben zum Hautarzt gegangen, der meinte, es gibt zwei Möglichkeiten, und zwar entweder behandeln wir das Ganze von innen, sprich von innen Leute Medikamente und so weiter, muss ich eben was schlucken, oder von außen mit Cremen. Und ich sag's euch, ich hatte es schon so satt mit diesen Cremen. Ich musste, es war auch die Zeit, da hatte ich, ein halbes Jahr früher hatte ich eben den Unfall, das heißt, ich hatte noch wirklich die Wunden, und ihr könnt euch vorstellen, die Wunden plus die Akne kamen dann eben zusammen. Das hat mich einfach so gefickt. Ich habe mich so unwohl gefühlt, das könnt ihr euch echt nicht vorstellen. Aber ich konnte es immer recht gut wegstecken, muss ich auch dazu sagen. Aber ich habe mich einfach nur unwohl gefühlt mit roten Flecken im Gesicht, Akne. Könnt ihr euch vorstellen, aber in Wahrheit gibt es keinen Grund, sich unwohl zu fühlen, weil man kann nichts dafür und alles vergeht. Zeit heilt alle Wunden. Okay, wo war ich jetzt stehen geblieben? Genau, bei der Hautärztin. Wir haben dann gesagt, weil eben dieses Medikament, was ich dann später jedoch genommen habe, hat einfach extrem viele Nebenwirkungen. Für alle, die jetzt vielleicht wissen wollen, was für ein Medikament das war, Ciscutan mit C geschrieben, also Ciscutan. Rechtschreibung, Boss, warte, ich zeige euch jetzt einfach die Verpackung. So hat das Ganze ausgesehen. Und ja, auf jeden Fall, das wollten wir anfangs noch nicht nehmen, weil es eben extrem viele Nebenwirkungen hat. Also haben wir uns für die Creme entschieden und haben uns dann gedacht, jo, wir probieren das jetzt aus. Die Hautärztin meinte, 4 Wochen soll ich es mal nehmen und dann sollte es eigentlich besser werden. Aber nicht mal 6 Wochen später, 7 Wochen später, ich habe es sogar ein bisschen länger genommen, hat es irgendwelche Wirkungen, Erfolge gezeigt, und dann hat es mir echt schon gereicht, weil dann war es einfach schon meines Erachtens nach einfach so schlimm. Da hat das Ganze dann auch schon so, war einfach so richtig fette rote, in Österreich sagt man Busteln, kann das sein? Ich weiß es nicht. So einfach so richtig, war einfach schon echt ungut. Also ich habe mich so unwohl gefühlt. Nochmal hier, man muss sich überhaupt nicht dafür schämen, aber ich glaube, jeder, der es hat, weiß einfach, wie sich es anfühlt. Und zwar von außen, beziehungsweise wenn man es nicht hat oder so, ist es immer leicht gesagt, ja, schäm dich nicht dafür, aber wenn du es hast, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie, ich kann mich noch erinnern, jeden Tag in der Früh, als ich mich angezogen habe, es war einfach so unangenehm, den Pullover oder das T-Shirt drüber zu ziehen, weil das einfach gejuckt hat, so erhaben, weißt du, es war nicht glatt, sondern du hast die drüber gegriffen und wie wenn du so über Hügel greifst, hat sich das angefühlt und hat sich einfach nicht gut angefühlt, muss ich ehrlich sagen. Ich erzähle das Ganze erstens, weil ich euch teilen will, damit ihr einfach mehr über mich erfährt sozusagen, aber auch, weil mich wirklich viele Leute gefragt haben, mir geschrieben haben, wie habe ich es geschafft, das wegzukriegen. Dann habe ich es auch schon mal angeteasert in meinem Unfallsvideo, dass ich starke Akne hatte, haben mir viele Leute eben geschrieben, yo, wie lange, wie hast du es weggeschafft. So viele Fragen einfach dazu, und ich habe mir gedacht, yo, ich werde das jetzt machen, und ebenso auch, um euch ein bisschen Stärkung zu geben, beziehungsweise einfach zu sagen, es ist überhaupt nicht schlimm, dass man sich nicht schämen muss, aber ich kann euch einfach verstehen, und wenn es einen schämt, weil es ist einfach so leicht gesagt, aus meiner Position jetzt ist es echt leicht gesagt, ich habe es nicht mehr, aber ich weiß auf jeden Fall, wie es sich anfühlt. Aber trotzdem, Freunde, schämt euch einfach nicht dafür, versucht es wenigstens, versucht es, und es kann jedem passieren, und abgesehen davon, Zeit hat alle Wunden, es wird vergehen. Und ja, so, machen wir weiter. Gegen Februar, immerhin Februar 2019, mein Start sozusagen mit der Fitnesskarriere, sage ich jetzt mal, hat das Ganze begonnen, eben auch, weil ich dann die Wunden hatte und die Akne, und das war einfach für mich so, Alter, ich brauche irgendwas. Ich weiß nicht, ich habe mich dann eben ich habe nichts mehr mit Freunden gemacht, bin jeglichen sozialen Kontakt eigentlich aus dem Weg gegangen. Ich habe mich null für Mädchen interessiert oder so. Das war gar... Ich habe mich nicht mal getraut, irgendwen anzusprechen, irgendwen, weil ich mich einfach so unwohl gefühlt habe. Und ja, auf jeden Fall war es auch einfach so, dass ich dann auch begonnen habe, meine Ernährung anzupassen. Ich habe gar keinen Zucker mehr gegessen, wirklich gar keinen Zucker mehr. Habe viel Obst gegessen, wir haben uns erkundigt, also meine Mutter und ich haben geschaut, halt, ja, was für Obst und Gemüse ist gut für die Haut,
Dann haben wir gefunden, ja, Paprika ist gut für die Haut, Karotten ist sehr gut, wegen Vitamin A, glaube ich, oder so. Himbeeren, Heidelbeeren, Brombeeren, diese ganzen Beerenfrüchte. Habe ich Tonnen, ich glaube, ich habe jeden Tag so circa 400 Gramm Himbeeren gegessen, viel Gemüse auch. Aber es hat einfach ohne Witz nichts geholfen. Und dann sind wir sozusagen zu dem Entschluss gekommen. Irgendwann war dann für mich der Zeitpunkt. Und da war ich, glaube ich, sogar, glaube ich, einmal bei einer Feier, bei einer Geburtstagsfeier oder so, habe ich mich hingetraut, sage ich jetzt mal. Und ich habe mich einfach in den Spiegel geschaut und habe mir gedacht, Alter, fuck. Ich halte das nicht mehr aus. Und einen Tag drauf haben wir uns direkt einen Hautarzttermin ausgemacht und dann hat diese ganze Medikamentenzeit begonnen. Da musste ich dann eben dieses Diskutan nehmen und da gibt es verschiedene Dosen, Leute wissen, man halt Milligrammanzahl gibt es bei diesen Tabletten, 10, 15, 20, 30, 40 und so weiter. Auf jeden Fall habe ich dann eines der stärksten nehmen müssen und zwar 40 Milligramm. Das ganze Medikament musst du 6 Monate nehmen und das lässt sozusagen die ganzen Talgdrüsen im Körper, beziehungsweise ich weiß jetzt nicht, wo die sind, einfach die Talgdrüsen, dieses Medikament lässt die Talgdrüsen einfach komplett aussterben und somit geht das dann zurück, beziehungsweise kriegst du halt gar keine Pickel mehr, keine neuen und das, was du halt hast, sag ich jetzt mal blöd gesagt, stirbt ab. Auf jeden Fall dauert das eben auch recht lange, das musst du eben, wie schon gesagt, 6 Monate nehmen und nach diesen 6 Monaten ist es auch noch nicht vorbei. Dann hat es eben begonnen, besser zu werden. Da habe ich es dann begonnen zu nehmen und dann hat sozusagen diese ganze, das Eiter war weg, es war auch nicht mehr erhaben, sondern glatt, aber es waren halt noch sozusagen die Narben, sage ich jetzt mal, waren noch vorhanden und zwar waren das dann so einfach, die auf der, das war nichts Erhabenes mehr, sondern einfach nur in der Haut so, wo die Pickel, sage ich jetzt mal, waren, waren halt dann so dunkelrote Stellen und das musste halt dann eben verheilen und das war ein echt langer Heilungsprozess und mit der Zeit, eben nach 6 Monaten, letztes Jahr im August, glaube ich, ziemlich genau ein Jahr her, habe ich dann das Medikament abgesetzt und man sieht das jetzt leider nicht gut, das habe ich im Halbdunkeln aufgenommen, das Ganze dann so ausgesehen. Oder wo habe ich noch ein Bild? Dann wurde es immer schwächer. Also dann, ich werde euch jetzt einfach mal noch ein paar Bilder zeigen, sozusagen, wo ich sonst was gar nicht mehr hatte. Weil so viele Bilder habe ich jetzt leider nicht mehr. Auf jeden Fall wurde es dann immer besser. Dann hat man fast gar nichts mehr gesehen. Oder da. Man hat dann immer nur mehr so wirklich hell. Es war ganz dunkelrot. Dann wurde es immer heller. Und irgendwann war es dann sozusagen Hautfarbe. Und Narben trage ich jetzt eigentlich Gott sei Dank gar nicht mehr mit, bis zu narisch. Ich habe jetzt nochmal das Bild zu meiner schlechtesten Zeit und zwar gönnt euch. Ihr könnt euch nicht vorstellen, Alter, wie sich das angefühlt hat, ohne Witz. Puh, wenn ich jetzt gerade so zurückdenke oder da, es waren so richtig dunkelrote Stellen einfach. Okay, jetzt habe ich euch mal extrem viele Bilder gezeigt, bisschen was von meiner Gefühlslage erzählt und ich werde euch jetzt nochmal so ein bisschen was über meine Gefühlslage erzählen, weil ich habe gerade das Gefühl, dass ich zu viele Bilder gezeigt habe, aber zu wenig geredet habe. Tut mir leid auf jeden Fall, aber ich versuche jetzt nochmal gut zu reden. Also, es war so, dass ich zum Beispiel, ich nehme jetzt mal die Schule her, in der Früh mir gedacht habe, nein, schon wieder Schule, nicht weil ich keinen Bock habe oder so, also hatte ich hatte, ihr wisst es, man hat nicht immer Bock auf Schule, aber der primäre Grund, warum ich einfach nicht gehen wollte, war wegen dem Menschen, weil die dann meine Haut sehen. Und ich habe mich nicht mehr, ich wollte nicht, dass die Leute meine Wunden sehen, also habe ich oft seitlich mit den Leuten geredet. Sie haben so auf mich eingeredet und ich habe halt einfach so gemacht, dass sie sozusagen nicht auf meine rechte Gesichtshälfte sehen, wo die Wunden waren. Habe ich so geredet, aber dann hatte ich eben die Akne und es hat mich einfach alles so verrückt gemacht, muss ich ehrlich sagen. Und was gab es noch für Sachen? Wenn irgendjemand das Thema Akne angesprochen hat, habe ich mich direkt angesprochen gefühlt und irgendwie direkt, sage ich mal, peinlich berührt gefühlt. Das war auch extrem schlimm. Oder ja, solche Sachen einfach. Es tut mir leid, es ist nicht so leicht darüber zu reden, weil du halt irgendwie diese Zeit auch indirekt ein bisschen verdrängst, weil es halt einfach keine schöne Zeit war.
Aber ich hoffe trotzdem, dass ihr ein bisschen was aus dem Video mitnehmen könnt und mehr sozusagen über mich da erfährt. Auf jeden Fall, jetzt kommen wir zu allen, die beim Thema Akne betroffen sind. Ich wünsche euch erstmal wirklich viel, viel Kraft. Ihr steht das alles perfekt durch und jetzt werde ich euch noch ein paar Tipps geben, wie ihr mal beginnen könnt, weil manchmal liegt Akne, bei mir war es genetisch veranlagt, aber es liegt ja nicht immer nur an der Genetik, sage ich mal, beziehungsweise ist nicht immer nur vererbt, sondern es kann ja auch von vielen anderen Sachen kommen, von der Ernährung, von, was weiß ich, zu wenig Sport habe ich auch gehört. Auf jeden Fall, was die Ernährung angeht. Versucht mal euren Zuckerbedarf, also wie viel Zucker ihr esst, zu reduzieren, beziehungsweise gar keinen Zucker mehr zu essen. Aber mit Zucker meine ich jetzt industriellen Zucker, also keine Süßigkeiten mehr, sowas meine ich. Also Fruchtzucker ist gut und okay, also Obst sollt ihr auf jeden Fall essen. Viel Obst essen, Himbeeren, wie ich schon gesagt habe, Heidelbeeren oder auch Gemüse, Karotten, Paprika, Brokkoli ist auch sehr gut. Schaut einfach, dass ihr euch gesund ernährt. Und was ich auch, das ist eben auch ein großer Grund, beziehungsweise der Hauptgrund, warum ich eigentlich veganes Eiweißpulver nehme, beziehungsweise begonnen habe zu nehmen, war eben meine Haut. Weil mir gesagt wurde, also von der die Hautärzte meint, ich soll auf Whey, auf Molkeprotein verzichten, weil das eben sozusagen die Akne noch verstärken kann. Und dann habe ich mir einfach gedacht, okay, ich nehme das vegane Eiweißpulver. Und ja, das war auch der Grund, warum ich mit Veganen begonnen habe und bis heute sozusagen noch trinke, außer ab und zu. Ich habe zum Beispiel heute am Wochenende 2 Whey-Shakes getrunken, eben die neuen Geschmäcker. Aber ab und zu, sage ich mal, geht das. Unter der Woche trinke ich immer nur das Vegane und manchmal gönnt man sich halt auch ein Whey. Aber das ist überhaupt nicht schlimm. Es geht nur darum, dass du überwiegend einfach ein Veganes trinken solltest. Beziehungsweise, ihr könnt es ja mal ausprobieren und schauen, ob eure Haut dadurch besser wird. Und ja, was kann ich noch erzählen? Ich überlege mal kurz. Lasst euch einfach nicht von Leuten, die euch deswegen verarschen oder so, irritieren oder runtermachen. Ich weiß, wenn dich jemand deswegen verarscht, ich weiß nicht, bei mir ist das, glaube ich, nie wirklich so vorgekommen, aber ich kann es mir auf jeden Fall gut vorstellen, mich in die Lage reinversetzen. Wenn euch jemand deswegen verarscht oder ärgert, mobbt, wie auch immer, denkt euch einfach, kümmere dich um deine eigenen Probleme und diese Leute, die dich verarschen oder runtermachen, haben meistens selbst so viele Probleme, dass sie einfach von ihren ablenken müssen bzw. wollen und einfach die Probleme anderer schlecht machen und ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall, wichtig ist euch dann zu denken, juckt mich nicht, schauen wir in einem halben Jahr, was hast du dann, um mich zu verarschen? Gar nichts mehr, weil dann ist es weg. Es vergeht alles mit der Zeit. Und hiermit werde ich jetzt dieses Video beenden, weil ich weiß nicht mehr so viel, was ich dazu erzählen kann. Aber ich hoffe trotzdem, dass dieses Video euch ein bisschen weiterhelfen konnte, motivieren konnte, nicht aufzugeben. Und eine gute Sache hatte noch, was richtig nice war für mich, eben, dass ich mit Fitness begonnen habe, weil das für mich einfach so eine Ablenkung war. Und ich habe einfach gedacht, ja, ich baue mir jetzt einen sozusagen guten Körper auf, arbeite an was und es wird alles vergehen. Einfach positiv denken, Freunde, und dann wird das schon. Und ja, sonst hoffe ich einfach, dass euch das Video gefallen hat, dass es nicht zu langweilig für euch war. Es tut mir auf jeden Fall leid, falls ich oft irgendwie Sätze unterbrochen habe und mit anderen begonnen habe. Wie gesagt, ich habe aus meinen Gedanken erzählt. Hiermit bin ich raus. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, was ihr sozusagen zu meiner Akne-Story bzw. zu den Bildern, wie es ausgesehen hat, sagt. Könnt mir gerne schreiben auf Insta oder Fotos schicken, wie es bei euch ausschickt und ich kann euch vielleicht ein bisschen helfen, was ihr essen sollt oder auf was ihr achten solltet. Oder ein ganz wichtiger Tipp auch, geht zum Hautarzt, wenn ihr nichts mehr habt, wenn einfach nichts mehr weiterhilft, müsst ihr natürlich, beziehungsweise empfehle ich euch zum Hautarzt zu gehen, weil die kennen sich damit aus. Und ja, sonst war es jetzt zum dritten Mal, versuche ich jetzt abzumachen, war es das mit dem Video. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Peace out.